Liebe Leute, schauen wir mal wieder rein, was uns diesen Monat so auf Amazon Prime Video erwartet. Also nicht, was man alles leihen und kaufen kann, sondern Serien und Filme, die für alle Amazon Prime-Kunden inkludiert sein werden, kostenfrei. Und da ist wirklich vieles dabei, noch coole Highlights. Zum Beispiel Knives Out, Mr. und Mrs. Smith, Chick, The Wrestler, Les Miserables, Creed 1 und 2 oder auch die zweite Staffel von The Boys. Das sind schon mal meine Highlights. Und jetzt gehen wir durch den September durch und fangen am besten gestern an, am 1. September. Seitdem gibt es 30 und 10 Single Alte Liebe rostet nicht, eine 2020er Direct-to-DVD-Komödie, die sich mit den Schulfreunden Anja und Arturo beschäftigt, die sich beide als Kinder versprochen haben, wenn wir 30 sind und immer noch nicht verheiratet, dann werden wir heiraten. Und das werden sie auch tun, aber haben auch eine Menge Pech in ihrer Dating-Welt und müssen aber feststellen über den jeweils anderen, dass sie viele Dinge lernen, die sie vorher nicht wussten. Ebenfalls seit gestern gibt es für alle Supernatural-Fans auf Amazon Prime Video Supernatural Staffel 14. Ab heute, 2. September, gibt es Knives Out. Krimi vom Anfang des Jahres, riecht gut, von Rian Johnson, inszeniert mit Danny Craig, mit Chris Evans, mit Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Tony Collette, Christopher Plummer, Jane Martell und viele mehr. Und als Hit die Geschichte von Bestseller-Autor Harlan Thrombey. Der feiert eigentlich seinen 85. Geburtstag, wird aber am Ende des Tages tot sein. Und die Frage ist, wer oder was steckt dahinter? In der Familie gibt es genug Motive und eine Menge Kohle, die zu erben gilt. Und mittendrin eben ein Ermittler, gespielt von Daniel Craig. Knives Out fand ich, war eine coole Nummer. Ab dem 4. September gibt es Systemfehler. Wenn Inge tanzt, auf Amazon Prime Video inkludiert, ist ein 2013er musikalische Komödie aus Deutschland mit Tim Oliver Schulz. Und für alle Fans von The Boys geht es weiter. Ab dem 4. September wird dieser sehr freakigen und bösen Superhelden-Version in Form der zweiten Staffel. Da freue ich mich schon drauf. Am 5. September gibt es Attraction 2 Invasion, 2020er Science-Fiction-Action-Film und klingt nach einer Fortsetzung, ehe am 6. September Skin veröffentlicht wird auf Amazon Prime Video, inkludiert Biopic und Drama von 2018 rund um Brian Widner, der zu den Hammer-Skins gehört, einer Neonazi-Vereinigung, der sich durch Hassverbrechen seine Lorbeeren verdient, voll bis unter das Kinn gefühlt tätowiert ist, bis er eines Tages Julie und ihre drei Töchter kennenlernt und merkt, er will ein anderes Leben führen, das ist nicht sein Leben, er will aussteigen, aber er wird bedroht und er arbeitet dafür auch mit dem FBI zusammen. So ein wenig auch die Story von American History X, nur hier als Biopic. Am 8. September gibt es dann Mr. und Mrs. Smith, der Film, bei dem sich ein bisschen gossipmäßig unterwegs zu sein, Brad Pitt und Angelina Jolie damals so sehr kennengelernt haben, dass er wiederum Jennifer Aniston verlassen hat und mit Angelina Jolie zusammenkam. 2005 war diese Actionkomödie aktuell im Kino, als man diese Geschichte dieser beiden, dieses Ehepaars erfahren hat, die beide ein Agentendasein fristen, bis sie auf denselben Job angesetzt werden. Und das ist gefährlich. Am 10. September gibt es dann Freies Land, ein deutscher Thriller von Christian Albert vom letzten Jahr. Da erzählt die Geschichte von zwei Schwestern, die 1992 im Oderland verschwinden. Zwei Ermittler namens Bach und Stein, die herausfinden wollen, was passiert ist, und in einem verschlafenen Nest feststellen, dass es keinen so richtig interessiert oder für sie nur klar zu sein scheint. Die sind in den Westen abgehauen, beziehungsweise die hat es da schnell hin verschlagen. Am 11. September gibt es dann Amundsen, Wettlauf zum Südpol. Ist eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung vom letzten Jahr und ein historisches Biopic, was im Norwegen von 1926 spielt. Leon Amundsen erfährt, dass sein Bruder Roald in der Arktis verschollen ist. Er eilt zu seinem Haus, um auf neue Nachrichten zu warten, trifft dort auf dessen Geliebte und zusammen erinnert man sich an das gemeinsame Großwerden als Geschwister und viele Geschichten und die besondere Beziehung dieser Brüder thematisieren diesen Film. Am 14. September gibt es die Direct-to-DVD-Veröffentlichung und Drama aus Dänemark und Schweden namens Königin, ihr einen Tag später am 15. September Chick folgt. 2016er Bestseller-Verfilmung von Fatih Akin erzählt die Geschichte von Mike Klingberg, der eigentlich im wohlhabenden Zuhause lebt und dadurch ein gutes Leben führen kann, wenn er mehr Verbindung zu seinen Eltern hätte. Während die Mutter in einer Entzugsklinik muss, die Sommerferien anstehen, ist der Vater auf Geschäftsreise und er trifft aber Chick, der einen Kleinwagen geklaut hat, aus Berlin-Manzahn kommt und ursprünglich aus Russland und aus ganz anderen Verhältnissen. Gemeinsam wird man einen sehr abenteuerhaften Sommer erleben. Ebenfalls ab dem 15. September gibt es noch The Guilty, ist ein 2018er Thriller, der sich mit dem Ex-Polizisten Asker beschäftigt, der inzwischen aber in einer Notrufzentrale arbeitet, als ihn ein Anruf ereilt von einer Frau namens Eben, die entführt wird. Und dieses Gespräch gibt sie aber als Gespräch mit ihrer Tochter aus. Aber schnell wird dem Entführer klar, hier versucht jemand einen Notruf abzusetzen. Das wird gecuttet und für Aska beginnt ein Kampf gegen die Zeit, diese Frau zu retten. Am 16. September gibt es dann vom Gießen des Zitronenbaums eine 2020er Komödie und ein Drama, in dem Elia, einmal mehr, er lebt in Nazareth,
feststellen muss, dass von seinem Zitronenbaum geklaut wurde. Und ihm reicht es und er beschließt, in andere Orte der Welt zu gehen, wo die Menschen machen können, was sie wollen und sicherlich Besseres zu tun haben, als von seinem Zitronenbaum zu klauen. Muss aber feststellen, auf dieser abenteuerhaften Reise bis hin in die USA und durch Europa, dass es überall Verrückte gibt. Einen Tag später gibt es dann The Wrestler von Darren Aronofsky, 2019er Drama inszeniert rund um den Wrestler The Ram, der in die Jahre gekommen ist, gespielt von Mickey Rourke, der dann nochmal einen richtigen Karriereschub bekommen hat. Sollte man definitiv mal sehen. Am 18. September gibt es dann All In, The Fight for Democracy. Ist eine 2020er Doku über Aktivismus in den USA gegen Unterdrückung. Und es gibt von Siren, die erste Staffel, eine Mystery-Serie. Am 19. September gibt es Einsam, Zweisam. Ist eine Komödie von 2019 aus Frankreich über Remy und Melanie. Beide um die 30 in Paris leben und alle Möglichkeiten der Welt haben, in dieser Welt der Digitalisierung und Dating-Möglichkeiten den richtigen Partner zu finden. Während beide sehr unterschiedlich sind, müssen sie aber feststellen, dass bei all diesen Möglichkeiten die tatsächliche Isolation trotz digitaler Nähe immer weiter fortschreitet. Und das ist diese Komödie aus Frankreich. Eher am 23. September für alle Fans der klassischen Musik mit Jonas Kaufmann, ein Weltstar ganz privat, der weltbekannte Tenor, eine eigene Dokumentation erhält. Aber es gibt auch Les Miserables, wie ich finde, ein Meisterwerk von 2013 und die Kinoversion Leinwand des weltbekannten Musicals, was, glaube ich, 11 Tony Awards hat. Mit Hugh Jackman, mit Russell Crowe und Anne Hathaway unter anderem. Einfach ein unglaublich guter Film damals geworden, wie ich finde. Ebenfalls ab dem 23. September gibt es noch Maria Stuart, Königin von Schottland. Mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle, auch Margot Robbie dabei, und beschäftigt sich eben Maria Stuart im 16. Jahrhundert. Am 24. September, beide auch richtig gut, Creed 1 und 2, die Fortsetzung, Spin-offs, was auch immer, zur Rocky-Geschichte. Sollte man definitiv sehen, nicht nur wenn man Boxfilme mag, die sind richtig gut inszeniert, Creed 1 und 2 auf Amazon Prime Video inkludiert. Ab dem 24. September, ehe es dann Nachschub gibt, am 25. September für Fans von Deutschland 83 und Deutschland 86 in Form von Deutschland 89 Historiendrama. Für alle Fußballfans gibt es ab dem gleichen Datum noch mit Fernando eine Dokumentation über Fernando Alonso und für die kleinen Latte Igel und der magische Wasserstein. Das war letztes Jahr ein Animationsfilm, der im Kino lief. Am 27. September gibt es I See You, Das Böse ist näher als du denkst, ein Direct-to-DVD-Krimi und Thriller mit Helen Hunt in der Hauptrolle aus diesem Jahr und ein Ermittler, der Schwierigkeiten mit einer Kindesentführung hat, feststellen muss, dass seine Frau einen Seitensprung hat, bei dem bahnt sich auch noch Böses zu Hause an. Für alle Fans von Doom Patrol, der Spin-off-Serie zu DC Titans, gibt es ab dem 28. September die zweite Staffel und schließen wir das Ganze am 30. September ab, zum einen mit Countdown, ein Horrorfilm aus diesem Jahr, der die Frage stellt, was ist, wenn es eine App gäbe, die dir genau sagt, wann du sterben wirst. Dann gibt es noch die Kunst der Nächstenliebe, ein Drama und Komödie aus Frankreich aus diesem Jahr. Entschuldigt bitte, dass sich mit Isabelle beschäftigt, eine selbstlose Lehrerin, der aber der Rang von der jungen Elke abgelaufen wird und die beschließt, eine kostenlose soziale Fahrschule aufzumachen, um ihre Schüler zurückzugewinnen. Dabei vernachlässigt sie aber ihre Familie. Dann gibt es Kartoffelsalat 3, das Musical. Das ist aber nicht der dritte Teil, sondern nur der zweite Teil, aber den wollte man überspringen. Hat es deswegen Kartoffelsalat 3, das Musical genannt, ab dem 30. September und abgerundet wird es durch die dritte Staffel von Shooter. Und damit sind wir durch. Das neue Programm auf Amazon Prime Video, was inkludiert ist für alle Prime-Kunden. Und wie gesagt, meine Highlights, Knives Out, Mr. und Mrs. Smith, Chick, The Wrestler, Les Miserables, Creed 1 und 2 und die zweite Staffel von The Boys. So, ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.